Nee, 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 sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats, bist in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Frust, dann sing ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Jetzt darf ich aber mal der Cowboy sein. Nein, darfst du nicht. Du kannst an deinem Geburtstag der Cowboy sein. Das ist in 5 Monaten. Los, Galopp. Oh. Na komm schon, du lahmes Pferd. Was ist los mit dir? Ich glaube, ich habe gerade einen Zahn verloren. Schau, Henry, den kann ich unter mein Kopfkissen legen. Und dann bringt mir die Zahnfee Geld. Hey, Henry, jetzt habe ich meinen ersten Zahn vor dir verloren. Ist das nicht komisch? Nein! Das ist doch echt sowas von gemein. Ich bin der Einzige, den ich kenne, der noch keinen Zahn verloren hat. Alle anderen schon. Wirklich alle. Die launische Laura, der brutale Bert, die umwerfende Ulla, Aerobic Alf, Jonathan Jammerlappen, die trällernde Trudi und sogar Mieze die Katze. Miau. Und jetzt hat Peter einen Zahn verloren. Das ist so peinlich. Henry, willst du noch mal meinen Zahn sehen? Nein, das will ich nicht. Meinst du, dass mir die Zahnfee 50 Cent dafür gibt? Ich kann dafür sorgen, dass du noch mehr kriegst. Nein, danke. Aber du kannst ein Foto von meinem Zahn machen. Dann mache ich einen Abzug für Mama und einen Abzug für Papa und einen Abzug für alle meine Freunde. Lass das! Sei nicht so gemein, Henry! Du kannst ihm zuliebe doch wohl ein Foto machen. Und dann lege ich meinen Zahn in einen Umschlag für die liebe Zahnfee. Ich war doch noch nicht bereit. Pech gehabt. Ich muss einen Zahn verlieren. Na, kommt schon. Wackelt. Ihr sollt wackeln. Die blöden Zähne bewegen sich nicht, als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Das kann ja noch ewig dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilf mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen, heißt, dass man keinen Respekt hat. Meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf. Das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen.
Bist du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich habe was gehört in Peters Zimmer und habe nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Oh. Wo ist es? Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir 2 ganze Euro dagelassen. Was? 2 Euro? Das ist nicht fair! Die Zahnfee hat mich ausgetrickst! Mama? Ja, Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypothetisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Orangensaft gefällig, meine Dame. Ja, bitte, Henry, das wäre wundervoll. Und mit ein paar Eiswürfelchen drin. Auch noch mit Eiswürfeln drin? Willst du das Gebiss oder nicht? No. Und ich schreibe noch Dankeschön. Höflichkeit kann nicht schaden. Dann springt vielleicht ein bisschen mehr raus. Ich habe den Zahn und eine schöne Zahnlücke. Ich meine, wie schlau kann eine Zahnfee schon sein? Oh. Jetzt habe ich dich, Zahnfee. Mieze? Ja! Zahltag! 2 Euro! Ja! Ich hab die Zahnfee ausgetrickst! Ja! Was? Das ist Plastik. Das ist gemein. Wo ist das echte Geld? Henry, komm sofort hier runter. Ich komme, Mama. Mit lieben Gruß von der Zahnfee. Netter Versuch, Henry. Henry, ich sag's nicht nochmal. Komm auf der Stelle hier runter. Blöde Zahnfee. Henry? Wieso sind beide Bonbongläser leer? Mieze, böse Mieze. Du hast die Bonbons gegessen. Versuch es nicht auf Mieze zu schieben. Ich weiß, du warst es, Henry. Einen Monat lang keine Bonbons. Was? Nein, Mama, das kannst du nicht machen. Papa sagt Mama, das kann sie nicht machen. Ich wäre für 2 Monate. Aber das ist gemein. Was soll ich denn zwischendurch essen? Du kannst einen Apfel haben. Obst? Au! Was? Ich glaube... Ja, schau! Mein Zahn! Er wackelt! Schau! Stimmt, er sieht locker aus. Locker? Er ist schon so gut wie raus. Ha, wenn die in der Schule das sehen. Jetzt muss die Zahnfee aber wirklich blechen. Noch ein Biss. Und dann...
Ich hab ihn verschluckt.